Und Kunden, nächstes Mal, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Wind Waker HD. Und wir sind bald bei unserem Ziel angekommen, nachdem wir wieder ein U-Boot gefunden haben. Und in dem U-Boot war ein Herzteil versteckt. Und ihr habt Wuhu. es wieder nicht gesehen. Ha! Denn ich schneide die Seewege, wenn ich es kann, raus. Jetzt. Was unter der Meeresoberfläche passiert, bleibt unter der Meeresoberfläche. Okay. So könnte man es auch sagen. Genau. So, mal gucken, ob wir da nochmal ein direkt auf Anhieb die Truhe bekommen. Ja, das haben wir. Stell dir vor, du bekommst auf die Art und Weise mal random eins der drei Force-Teile. Indem du einfach random irgendwann mal die Y-Taste drückst. Ich muss sagen, das habe ich nie geschafft, direkt beim ersten Versuch die Kisten daraus zu fischen. Landinsicht. Was ist hier gesehen? Geht für Sie in Zirkel. Was ist hier nur gesehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber dies übertrifft sogar noch meine kühnsten Erwartungen. Wegdetekte. Erwartungen. Auf dieser Insel lebte Yahoo, ja und nicht Yahoo, Yahoo! Yabu, der Hüter Auf des dieser Wassers. Insel lebte Google. Aber so, wie sich die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Hey Keanu! Ach nee, warte, das war ja mein Vogel. Ja, dann darfst du jetzt Selbstgespräche führen. Viel Spaß! Geredet. Ich glaube ganz normal. Hier bist du also. Ich habe nach dir gesucht. Du suchst doch nach Yahoo, dem Hüter, oder? Nun, bedauerlicherweise wirst du hier aber nur Bing finden. Wirklich ein furchtbarer Anblick. Alles liegt in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst. Sie hatten das zwar auf Jabu abgesehen, Jabu, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn ich dir sage, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel. Nach Präludien. Aber selbst wenn du nach Präludien fährst, wirst du Jabu nicht treffen können. Die Höhle, in der Jabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hinein zu gelangen. Nicht einmal die Piraten waren in der Lage dazu. Verzeih mir, Keanu. Ich dachte, die Piraten wissen, wo du dich aufhältst, also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht möglich, die Höhle zu betreten, und so fuhren sie nach Portemonnaie. Willst du Jabu treffen, dann solltest du die Piraten in Portemonnaie im Auge behalten. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber irgend diese schwarzen Wolken, das regnet unaufhörlich. Da fällt mir ein, Valu, der mich bat, diese Geschichte an dich heranzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Du sollst dich hier nicht zu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Jabu berichtet. Jetzt hau ich einfach ab. Jabu ist also am Leben. Seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also Ganons Vorübergriff voraussehen lassen. Beim Hero Mode ist es anders, dass man doppelt so viel Schaden nimmt und man keine Herzen findet. Dementsprechend ist das so eine Art schwerer Modus. Höre auf die Worte eines Mannes vom Volke der Orni. Die Piraten wissen, was über die Hölle, die dem großen Jabu als Unterschlupf dient. Du solltest zuerst nach Portemonnaie fahren und dies dort ein wenig umstellen. Okay. Irgendwas, wenn man sich länger auf. Nein, der sagt einfach Nö. nur, Buh und so. Portemonnaie ist dort.
Das Einzige, was passiert ist, was ein weiser Mann mal zitiert hat: mehr, mehr und noch mehr, mehr. So, Windrichtung. Und dahin bitte. Dann wird das jetzt noch mal eine etwas längere Reise, bei der wir einfach so jetzt ein bisschen quatschen können. Oder konntest du die Reise raus? Dann würde ich mir vielleicht nur schnell was zu trinken holen. Das kannst du auch so machen. Okay, nur ich mir schnell was zu trinken. Auf jeden Fall, mir gefällt die Musik sehr. Weil sie jetzt auch sehr viel bedrohlicher wirkt. Das macht schon einiges an Atmosphäre aus. Man muss sich ja jetzt auch beeilen, dass man vor dem Piraten noch irgendwie da drankommt. Man weiß ja nie, was passiert, wenn die Piraten da irgendwie an den Dämon kommen. Was können die wohl damit ausrichten? Oh, hallo, hi. So, einmal weiter. Wieder da. Du hast den Hai verpasst. Oh, da ist noch eine Truhe. Wir haben den ersten Kampf auf dem Meer hinter uns. Und vielen Dank, Link Ganondorf, für den Follow und willkommen bei den 80ern. Herzlich willkommen. Und nochmal, ich sag ja, hier bekommt man in der Version, im Gegensatz zur GameCube-Version, immer 50 Rubine aus solchen Truhen. Das war mir auch nicht so aufgefallen. Ich habe mal ein Did You Know dazu gesehen. Und da wurde sowas erwähnt. Ich glaube, es war ein Did You Know Gaming. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich hatte die eigentlich auch alle gesehen, komme ich zumindest nicht dran erinnern. War es wahrscheinlich irgendein anderes Video. Ich habe gerade schon gesagt, als du weg warst, dass ich die Atmosphäre halt durch diese bedrohliche Musik sehr geil finde. Es hat irgendwie so einen ähnlichen Flair wie in Twilight Princess, wenn dann Midna vergiftet wird. Oder was das darstellen soll. Eher, dass sie sehr schwach ist und im Sterben liegt. Vergiftet ist sie Ja. nicht wirklich. Denke ich jedenfalls. Brody, das habe ich schon längst erklärt. Du bist, glaube ich, 5 Minuten zu spät. Nee, 3 Minuten. Er verlässt sich zu sehr auf Yahoo, dabei sollte er lieber Google benutzen. Och Mann, ey. Nur weil du dich einmal versprochen hast. Ich verspreche mich nur leider ständig. An wen hast du Von dich denn Yahoo bis zu versprochen? Yahoo. Das war eine Frage, ernst gemeint. An wen hast du dich denn versprochen? Okay, den kapierst du anscheinend nicht. Ich kapiere ihn schon, aber was soll ich antworten? Was weiß ich, irgendwas Lustiges. An den komischen Penner auf der Straße. Genau wie Spaceport. dieser Omni gesagt hat, liegt das Piratenschiff an einem Platz vor Anker, an dem es nicht gleich jeder sieht. Ich habe zwar keine Ahnung, wonach sie suchen, aber wenn es sich um einen Schatz oder ähnliches handelt. Und die Vermutung liegt bei ihrem Beruf ja durchaus auf der Hand. Dann werden sie dir ohnehin keine vernünftige Antwort geben, wenn du sie danach fragst. Ja nun, versuche irgendwie herauszufinden, was sie vorhaben. Und zwar ohne, dass sie etwas davon mitbekommen. Okay. Mittlerweile haben wir auch 500 Rubine. Wir können ja nochmal versuchen, an der Auktion teilzunehmen. Vielleicht bekommen wir Geld ja sogar was. ausgeben, Geld ausgeben. So, guten Abend, ich hab Post für Sie. Hier ist 1 Punkt Brief. Ritterwappen, Vater Orca. Yay, verschwendete Rubine. Scheiß. Jetzt habe ich Rubine verschwendet.
Hast du einen S-Fehler? Was? Ich nicht. Ich habe keinen S-Fehler. Der Endrag, glaube ich, Redest du auch von nicht. dem Hubsenboot? Das, er hat aus dem Boot einfach ein chinesisches Boot gemacht und spricht mit einem chinesischen Akzent. Hallo? Heute hast du über. Ach, wir können jetzt gar nicht. Pff, nur weil ein No. bisschen Regen da ist. Nur wegen ein Nicht. bisschen Regen, ey. Dann, ich bin gerade überfragt. Muss man zuerst auf das Boot oder zuerst auf das Schiff? In den Laden. Zuerst in den Laden. Ja, genau, man muss ja das Kennwort rausfinden. Das bekommt man ja nicht auf dem Schiff. Was laufe ich hier Oder man gerade? wischt sich rein. Kein Problem, Link Ganondorf. Ist alles in Ordnung. Und nein, wir glitschen uns nicht rein. Schade. Wow. Ich habe gerade instant vergessen, wo der Bombenshop war. Vollbombe. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich bin gerade irgendwo neben mir. Da war der Bombenshop. Goddammit. Ich hätte einfach weiterlaufen müssen. Na gut, dann haben wir halt ein bisschen Zeit verschwendet. Auch nicht schlecht. So, wir sind aber Stealth und so. Durch die Vordertür gehen. Wer macht denn sowas? Also ehrlich. Wenn sie verschlossen sind. Genau. Upsa. Also Link hat zugestimmt, er hat Jep gesagt. Rums. Und was machst du, blöder Junge? Sie haben Mickey Maus gefunden. Oh, Junge. Nun nimm's mal nicht persönlich. Um an den Schatz ranzukommen, brauchen wir nun mal Bomben. Nun ja, kannst es aber auch als gerechte Strafe für deine üblen Halsabschneidereien ansehen. Grobe Geschäfte mit Piraten machen wollen, mein Lieber. Da brauchst du dich gar nicht so zu wundern. Genau. Moment mal, Nico, wo ich? Ich dachte, der Alte spricht, der Große, das spricht das. Na, keine Ahnung. Ja, dann sprichst du. Aber eine Achtung, dass du diesem eingebildeten Postvogel diese Informationen entlocken konntest. Ach das. Schon als ich diesen kleinen Kern oder wie der hieß das erste Mal sah, da war mir klar, dass auf Präludien irgendwas versteckt sein muss. Warum das denn? Deswegen tat ich auch so, als wäre ich mächtig besorgt um den Bengel, als wir den Postboten begegnet sind. Tja, und da hat er daneben gezwitschert wie ein Nachtigall. Einfach famos, Gonzo. Zumindest was das anbelangt, hast du echt ein Gespür fürs Detail. Naja, man könnte aber auch sagen, du bist ganz und gar durchtrieben. Wir haben was durcheinander gebracht, der große Ganze. Egal. Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und Captain C. Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und Captain Tetra mit all ihrer Steuer einander heiraten würdet, dann wärt ihr zwei das dynamische Du und wir alle zusammen die glorreichen Sieben des Weltmeeres. Wir könnten die größten Piraten aller Zeiten werden. Laberkopf, ich werde noch ganz rot bei dem Gedanken. Red keinen Unsinn. Hast du das gehört, Captain Tetra? Was sagst du dazu? Wir werden dann ein Tetra-Pack, verstehst du? Über den Witz kann ich nur müde lächeln. Du sagst es. Und jetzt hört endlich auf, hier Faxen zu machen und ladet die Bomben ein. Sobald sie auf dem Schiff sind, setzen wir Kurs auf Präludien. Was? Ist das dein Ernst, Captain? Aber wir waren schon so lange in keiner Stadt mehr. Warum schlagen wir uns heute nicht ordentlich den Bauch voll und fahren erst morgen früh los? Komm schon. Also, mir war das ja egal. Stimmt dann natürlich immer zu, Captain.
Aber die anderen haben sich schon so drauf gefreut und es bricht mir das Herz, sie enttäuscht zu sehen, weißt du? Komm schon, lass uns erst morgen früh auslaufen. Na, was sagst du? Der Schatz läuft uns denn schon nicht weg. Oder davon. Ich spreche doch für euch, wenn ich das so sage, oder Männer? Bei euch ist wohl wirklich Hopfen und Malz verloren, was? Ihr habt doch diese verwüstete Insel gesehen, oder etwa nicht? Wenn wir uns nicht beeilen, dann wird Präludien noch das gleiche Schicksal ereilen. Nanu? Irgendwie klingt das ja beinahe so, als wäre die mehr irgendwo an dieser Insel gelegen, als an dem Schatz, Captain. Was sind das für Unterstellungen hier? An diesem schönen Eiland interessiert mich natürlich nur der Schatz. Also meinetwegen, wir fahren jetzt morgen früh zu dieser Insel. Aber wenn ich morgen früh sage, dann meine ich auch morgen früh. Wehe, einer von euch verschläft. Ei, ei. Ach, Captain, wie läuft jetzt gleich nochmal die heutige Parole? Hast du das etwa schon wieder vergessen, Mocker? Du bist echt die Höhe, Mann. Das ist gar nicht Nico. Du, die heutige Parole lautet allein. Wenn du ihn nicht richtig antwortest, dann lässt dich Nico draußen versauern. Der lässt bei sowas nämlich nicht mit sich reden. Da ist er stumm wie ein Bock. Also noch einmal zum Mitschreiben. Die heutige Parole lautet allein, klar. Allein, genau. Hui, eigentlich hätte uns jetzt der Kopf abgeschlagen werden müssen. Dachte ich mir auch immer. Hallo? Und wie man den Typen gar nicht befreien kann. Das Spiel zieht nicht mal in Erwägung, dass man so gütig wäre, ihn zu befreien. Ja, und vor allem ist er dann trotzdem befreit irgendwann. Ja. Vielleicht haben die Latten das Seil durchgebissen. Die Latten, genau. Immer wieder diese Latten, ey. Das ist schlimm mit denen. Haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Nee, die haben nicht mehr alle Ratten am Zaun, wenn schon. Genau. Wer andauernd in der Bude lebt, feiert selbst. Oh Gott, jetzt muss ich den Scheiß eingeben, ey. Hä, von wegen, glaubst du, ich bin von vorgestern? Hä? Ja, du musst es, glaube ich, komplett groß angeben. Genau, nie die Großbuchstaben vergessen. So wirst du ein YouTuber, mein Junge. Ich meine, okay, darfst reinkommen. Immer schön in die Thumbnails-Kreise, Brüste und Pfeile rein. Das sind Nikos Weisheiten. Ab in die Kajüte des Bosses. Das Und ein Triforces. G-Log drehen. Einfach mal hier umsehen. Die Musik hier drin ist irgendwie voll derpy. Oh, jetzt. Alter Link, du dämlicher. Du dämlicher Türrahmenknutscher. Oh, Keanu, was machst du denn hier, Keanu? Du bist also am Leben? Die anderen haben gesagt, ich hätte einen Riesenvogel in der fünften Bastion gefressen. Aber du lebst ja. Alles klar, verstehe ich schon. Du hast mich vermisst, stimmt's? Wusste gar nicht, dass du so, ja, das so sehr genießt, mein Untermatrose zu sein. Macht Spaß. Seit du weg bist, bin natürlich ich wieder das Schlusslicht der Rangliste an Bord. Daher muss ich auch hier Wache schieben, wie du siehst. Das ist gemein, die anderen schlagen sich jetzt im Portemonnaie kräftig die Bäuche voll.
Aber wenn du schon extra wegen mir zurückgekommen bist, muss ich natürlich auch bei Laune halten. Gut, lass uns gleich den altbewährten Test machen. Allerdings diesmal etwas schwieriger als beim letzten Mal. Du wirst dich also schon reinhängen müssen. Wie auch schon beim letzten Mal, hängen von der Decke ein paar Lampen runter. Siehst du sie? Beim letzten Mal gab es aber diese Plattform, die hochgefahren kam, nachdem du den Schalter betätigt hast. Die gibt's diesmal nicht. Im Klartext heißt das, der muss also von Seil zu Seil springen. Kapiert? Ja. Außerdem habe ich im Ziel einen Fallgitter gebracht. Ich schlauer Kerl. Das Fallgitter fährt durch Betätigung des Schalters zwar hoch, aber fällt wieder runter, sobald das Zeitlimit verstrichen ist. Und dann heißt es leider auf ein neues. Was für einen Schalter hast du gerade eben betätigt? Der Schalter zum Hochfahren des Fallgitters ist da, wo der andere beim letzten Mal auch war, also steig drauf und stell keine Fragen. Wenn du es innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schaffst, kriegst du ein paar von den Bomben, die wir in der Stadt mitgehen haben lassen. Also häng dich rein. Wie zum Geier. Der cheatet voll. Ernsthaft, Link. Ganz ernsthaft. Man merkt, es ist nicht Link's Awakening, er ist immer noch müde. Ha. Ich glaube, es sollte mal ein Spiel geben, das sowas, das so heißt wie Link's Intelligent Tests oder so. Link's Midlife Crisis. Ich will... Halt an, dann kann ich wenigstens ein bisschen runterklettern. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich nicht rechtzeitig da ankommen werde? Doch, die Zeit ist meistens nicht das Problem. Sondern Link selber. Genau. Nein, so. Oh, Link. Ich dachte schon, der greift da nicht dran. So. Was? Das hast du auch so schnell geschafft? Du bist echt der Wahnsinn. Oh Mann, die Nummer hab noch nicht mal ich selber geschafft, außer mit meinen Cheats. Aber für ihn war das anscheinend kein Problem. Das ist jetzt wirklich mal interessant. Wieso sagt er das, wenn er das ja anscheinend geschafft hat? Einen anderen Weg gibt es ja nicht. Ob es wohl aufliegt, wenn ich ihm das wieder einfach so gebe? Ach, was. Gut, du kannst die Bomben haben. Bedien dich. Aber erzähl bloß den anderen nichts davon, kapiert? Versprich es mir, okay? Der uns jetzt auch erst gehen lässt, wenn wir die Bomben daraus geholt haben. Yay, Bomben, die können Bumm machen. Das ist eigentlich das Einzige, was da steht. Ganz schön mutig, sich am Eigentum von Piraten zu schaffen zu machen. Ich bin erstaunt, dass du dieses Inferno am Turm heil überstanden hast. So wie es aussieht, hast du deine Schwester also noch nicht gerettet. Aber du bist schon wirklich ein leichtsinniges Kerlchen. Du hattest Glück, weil Nico Wache schob. Wäre es einer der anderen gewesen, hätte er dich wohl Kiel holen lassen. Ich kann nicht hören. Aber lassen wir das. Was hast du denn mit den Bomben vor? Sag bloß, du bist auch hinter Yabus Schatz her. Yabu hält sich nämlich gerade in einer Höhle auf der Rückseite deiner Heimatinsel versteckt. Aber der Eingang wird dummerweise von einer großen Steinplatte versperrt, die man erstmal kaputt machen muss, bevor man ins Innere gelangen kann. Wir werden die Nacht hier in der Stadt verbringen und mal so richtig gut schlemmen und zechen. Und morgen früh brechen wir dann nach Präludien auf. Wenn du die Sache mit Jabu also heute Nacht erledigst, dann geht diese Runde meinetwegen an dich. Eine schöne Nacht mit Jabu. Hört's nicht. Vertrödelst du aber die Nacht, dann nehmen wir uns morgen früh der Sache an. Klar. Beeil dich also lieber. Bloß nicht bitte.
bei der schönen Nacht mit Jabu die Zeit vergessen. Und ich finde es interessant, dass Nico aus der Richtung kam gerade. Weil das Seil ist nämlich dort und er kam von dort drüben. Oh. Also Das ist bestimmt ein sehr schönes. Nico macht Dinge, ey, die ich in Ocarina of Time nur mit Hilfe von Cheats machen konnte. Und zwar fliegen. No. Das ist schon ein Früchtchen. Mich interessiert mal kurz, wie lang die Aufnahme ist. Das sind 25 Minuten sind das schon wieder. Wow. Jo. Hopp. So, dann wollen wir uns doch mal auf den Weg nach Präludien machen. Ich hoffe mal, die Piraten präludieren ihre Zeche nicht. Wieder ein Wackelbriefkasten, wahrscheinlich wieder irgendein Geld oder so. Ich habe Post für Sie, 1 Punkt Brief. Und der Teilhändler, yay, die führen Bomben. Geil. Brauchen wir aber nicht. Ba-ba-ba-ba. Die Terry-Karte. So, einen Terry-Händler haben wir nämlich direkt hier und das Geld wollen wir uns eigentlich sparen für. Gut, gut, du scheinst bereit zu sein. Wenn du auf das Wort dieses Mädchens verlassen, dann werde die Piraten nicht vom Magengrauen in See stechen. So lange hast du also Zeit, den Genossen Jabu zu treffen und von ihm den Dämon in Empfang zu nehmen. Los, gerne, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, chill, Alter, chill. Sollte herausfinden, Präludien. Nicht Items. Oh, wow. Die Menüführung bei mir mal wieder. Was ist das denn? Das ist Draconia. Ganz unten links. Oh nee, oder? Oh doch. Go fuck yourself. Hallo? Aha. Ups. Falsche Taste. Ach komm, nehmen wir die Richtung, passt schon. Ist ja ungefähr dasselbe. Aber das wird auch wieder lange dauern. Spaßig. Das wird lange spaßig, genau. Ja, dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme an der Stelle. Das war euer Keanu-Mate, Let's Play Wind Waker HD. Ich wollte schon wieder Link's Awakening sagen. Das ist so schrecklich, ey. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.